Bam, 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 bam. Jetzt geht's auf. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Last War. So, heute ist bei uns freigeschalten worden das Zeitalter des Öls. Aber bevor wir da drauf kommen, gehen wir erst einmal so einige generellen Fragen durch, die wir gehabt haben, dieses Wochenende. Wo immer häufig gefragt wird, oh, wo sehe ich eigentlich, welche Server ich bin? Also das Einfachste ist einfach, wenn ihr da auf ein Kapitel druckt, auf ein Bild, und dann zeigt ihr da, auf welchen Server ihr seid. Ja. Wo jetzt bei mir die 100 steht, steht bei euch dann eine andere Zahl. Oder eben auch 100, wenn ihr auf meinem Server seid. Aha. Ja, da findet ihr das. Und dann zu den Chips. Ich bin mir sicher, ich habe da schon mal ein Video dazu gemacht, zu den Chips. Und müsstet ihr euch heute mal suchen, ich weiß jetzt leider nicht, welche Nummer das ist. Aber die Chips gibt es für vier Gruppen. Ja, und das vierte kostet halt einfach mal 50.000 Dias und deswegen habe ich das noch nicht, weil das ist eher Mischtruppe und nein, ist halt so. Aber ich habe es jetzt aufgeteilt, Truppe 1 ist bei mir die Panzertruppe, da haben nur Panzerchips drin. Dann haben wir hier nur Flughafen, also Luftwaffenchips und hier nur Raketenchips für die dritte Truppe. So wie sie bei mir aufteilt ist, die vierte ist eine Mixtruppe aus Raketen, Flugzeug und Panzer, da ist alles ein bisschen drin. Also es ist klar, dass ihr am Anfang nicht überall die gleichen habt, also nur Panzer. Ja, da könnt ihr natürlich auch durchmischen. Die haben da Standardfähigkeit, wie hier. Zu Beginn des Kampfes erhält die gesamte Truppe ein Schild, der 80k Schaden abwehren kann, der 5 Sekunden anhält. Und wenn du das eben in der Panzertruppe verwendest, hast du dann noch den Zusatzbonus. Deine Panzerhelden erhalten zusätzlich ein Schild in Höhe von 4% Drohnen-HP. Ja, und deswegen ist es in meinen Augen wichtig, nur Chips für die Panzer zu machen, weil die dann die Bonus-Dinger mitnehmen, genauso wie dann bei der Luftwaffe. Ja, und bei den Raketenwerfer ja genauso. Steigern könnt ihr das dann über das, da habt ihr da die Chips drin, was ihr nicht braucht, oder eben Erfahrungspunkte, die ihr kaufen könnt. Im Aliladen zum Beispiel. Hier, die hier, die könnt ihr dann einfach kaufen. Gekauft. Und dann könnt ihr hier bei eurer Drohne, bin jetzt gerade dabei, die Uli auf 60 zum kriegen, die zum Beispiel steigern. Aufleveln, 61. Passt. So. Und dann steigt es halt. Ja? Und so geht dann immer durch. Schau, dass ich die USA auf 60 gekriegt, dann auf 70 und so weiter und so fort. Also, ja, ist meine Taktik. Ist nicht die beste vielleicht, aber es ist halt meine Taktik. Bis ihr das macht, bleibt natürlich komplett euch überlassen. Da ja andere, die was später angefangen haben wie ich und schreiben, oh, du bist so schwach. Ja, mag sein. Mag deine Ansicht sein, aber ich gebe aber auch nicht immer Geld dafür aus. Das Einzige, was ich mir gönne, ist der Monatspass und wenn der Season ist, der Seasonpass. Sonst kaufe ich eigentlich nichts mit Geld. So, nehmen wir das noch schnell ab. Ja. VIP. Okay. Gut, dann kommen wir jetzt zum Zeitalter des Öls. Die, die schon Level 30 erreicht haben, die können jetzt Zeitalter des Öls machen. Ja. Ist die erste Forschung, das hier, dass ihr die Ölquelle bauen könnt. Und dann geht es weiter, Produktivität vom Abbau Gold, das was ich jetzt vorsehe, weil Gold ist immer Mangelware, immer. Wenn ihr mal Level 30 erreicht habt, braucht ihr so viel Gold. Oh naja, das wird sie dann selber sehen, oder seht ihr eh schon. Denn die Forschungen sind nämlich ziemlich teuer. Zum Beispiel hier, der was geschrieben hat, oh, ich war schon 58% Spezialkräfte, ja, das mag sein. Aber ich konzentriere mich nur auf das da unten, ich forsche das da oben nicht. Das habe ich nur so weit geforscht, wie ich es braucht habe, oder wenn ich Kohle übrig habe und da halt nicht forschen kann. Ja. Wenn du da schneller bist, GZ, Junge, GZ. Ja. Ich vergunze an jeden, der stärker ist wie ich. Ich habe nie gesagt, dass ich der Stärkste bin, um Gottes Willen, nein, bei weitem nicht. Aber die Jungs, die stärker sind, die haben auf jeden Fall viel Geld investiert und denen ich gönne es, dass stärker sind. Das ist halt so. Gut, aber kommen wir zurück zum Zeitalter des Öls. Jetzt können wir nämlich die, die schon Level 30 sind, einer Headquarter aufrüsten bis Level 35. Na, jetzt auch für die nächste Stufe 31
Kaserne Level 30 muss ich noch bauen. Das ist gerade am Bauen, das wird morgen fertig. Das Panzerzentrum in Level 30. Und die Level 1 Erweiterung muss man erforschen, die ja da unten ist. Also muss man jetzt dann erst einmal da runterforschen beim Zeitalter des Öls. Blablabla. Ja. Dass man da herkommt. Ist gefordert zum Beispiel Ölförderung Level 3 auf Level 10 zu haben. Das ist die hier. Da ist wiederum nur für die erste Forschung erforderlich, dass du das hast. Und so weiter und so fort. Und so geht es hoch. Und so werden wir uns da langsam aber sicher Obi-Kämpfer. Da brauche ich es jetzt auf Level 1. Das mache ich jetzt einmal. Und dann schauen wir, was da weitergeht. Und so weiter und so fort. Aber das ist auch sehr, sehr zeitintensiv und sehr, sehr goldintensiv. Ja, da kostet Level 1. Wo ist 30 Millionen. Und halt Öl. Deswegen auf jeden Fall gleich das erforschen, sobald ihr könnt, dass ihr die Ölquelle habt, dass ihr da Öl abernten könnt. Dieses hier. Ja, ihr seht, das ist nicht sehr ergiebig, ist ja nur Level 1. Bei meinem Upgrade warte ich auf morgen, auf Dienstag. Da ist ja Gebäudeerweiterung drauf. Da mache ich deswegen die Punkte dann. Also, weil so schnell komme ich da nicht runter zu dem Pferden bis Level 35. Genau. Und dann ist freigeschaltet worden bei uns jetzt die Erweiterung der Base. Das läuft ja wie üblich, wie bei den anderen auch. Draufklicken. Truppen einteilen. Mal alle raus. Gegen was kämpfe denn? Ich weiß es nicht. Jetzt bist du an der Reihe. Ja, genau. So. Haupttruppe. Fähigkeiten Chips 1, weil nur Panzer. Braucht man nicht bearbeiten. Ist bearbeitet. Passt. Drohne ist drin. Angriff. Schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Ich habe keine Ahnung. Also, ich kann mich bewegen. Okay, cool. Da, dann metzeln wir uns da durch und erweitern unser Gebiet. Das haben sie aber jetzt gut gemacht. Das war vorher nicht so, oder? Nicht so hübsch. Also aufwendig. Gestylt. Also. Erste Runden geschafft, aber bis jetzt auch nichts dramatisch. Und dann haben wir das erste Gebiet erobert und so geht es dann weiter. Ja, da gibt es dann immer wieder das, da gibt es dann 10 goldene Tickets. Na, genau. Dann gibt es alle paar Meter mal ein bisschen Endboss-mäßig. Und so kämpfen wir uns da durch und erweitern unser Base um dieses Eck. Und da sieht man schon, da geht es dann irgendwann auch wieder weiter. Da wird es dann wieder stoppen, so wie letztes Mal. Und dann schauen wir, wie das weitergeht. Also, wie gesagt, alle ab Level 30 können die Ölquellen bauen. Und sie dann vorbereiten auf Level 35. Das allerdings wird auch ziemlich kostenintensiv ist. Jetzt die Erweiterung kostet dann 460 Mille. Und 1,4 G von Eisen und Nahrung. Und natürlich vorher die ganze Forschung, was man benötigt. Den Ausbau zum Beispiel hier. Und der war nicht billig. Und dann Ausbau Kaserne auf Level 30. Kostet dann auch noch. Da muss ich nur nachziehen. Ja, die wollte ich erst nachziehen, wenn ich auf die 10 auf muss, weil da braucht man dann die Kaserne auf 30. Oh gut, dann machen wir das schon vorher. Gut, so viel dazu. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne rein in die Kommentare. Wenn ihr sinnvolle Kritik habt, auch gerne rein in die Kommentare. Ich habe nichts gegen Kritik. Ganz und gar nicht. Und dann sehen wir uns vielleicht mal im Wüstensturm oder auf irgendeinem Season-Schlachtfeld. Ich sage danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Like und Kommentar war wunderbar und ein Abo natürlich auch. Und herzliche Kommentare schreiben, Tipps einschreiben und natürlich enkle Fragen stellen. Okay, bis zum nächsten Mal. Servus!